Weil mich einige gefragt haben wegen dem Rollen zu Hause und sie sich ein bisschen fürchten und die vordere Hand noch nicht so stark ist, hier ein paar Tipps, wie sie trotzdem weiterkommen wollen. Wir wissen ja, dass wir, wenn wir rollen, wir unseren Ring halten und über den Ring, den wir vor unserem Körper haben, rollen sollen. Right? Okay, schauen wir uns mal auf der anderen Seite an. Wir machen Mokuryashi. Wir geben unsere Hand auf dieselbe Höhe wie vom vorderen Fuß, auf die Linie. Als nächstes, wie man meist immer sagt, kommt Captain Hook von Peter Pan, zieht an und wir legen unsere Schulter auf die Linie. Das ist die Rolle. Okay? Jetzt kann nicht jeder mit der vorderen Hand so stark sein. Zu dem Zweck haben wir ja die Liegestütze erfunden. Liegestütze Nummer 1, so, 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 so. Die Liegestütze haben den Sinn, dass wir den Ring, den wir haben, stärken. Die Liegestütze haben nicht den Sinn, dass wir Muckis kriegen. Right? Aber was mache ich jetzt, wenn meine vordere Hand nicht so stark ist? Kann ich dann nicht rollen? Oh ja, das ist sogar ganz einfach. Wir können die Zählweise 1, 2, 3, 4, 5. Wenn wir nach vorne gehen, wir geben die 1 auf die Linie, dann geht die 2 ganz nach vorne. Und schauen Sie, ich stehe jetzt nur mehr auf dem Fuß und auf der Hand. Die Hand ist locker und ich werde es die ganze Zeit. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Die Hand geht nach vorne. Da ist das Gewicht. Ich kann die Hand ganz locker lassen und kann so rollen üben. Denn meistens zu 90%, nach 30 Jahren Erfahrung, ist der Grund, warum man einknickt, nicht, wenn man keine Kraft hat, sondern wenn man Angst hat. Und das ist ganz natürlich. Wir haben Angst, aufs Gesicht oder auf die Ohren oder auf die Nase zu fallen. Und deswegen knicken wir und wollen das Ganze stoppen. Mit der zweiten Hand helfen wir uns und legen die Schulter auf den Boden. Und damit kann nichts mehr passieren. Ein bisschen ins kalte Wasser muss man schon springen, aber es geht ganz langsam. Okay? So viel zum Thema hinfallen. Alles Gute, wir sehen uns spätestens in 3 Wochen. Hey, arigatou gozaimasu!